Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland eine Rechtsordnung, ein Grundgesetz. Diese Rechtsordnung, dieses Grundgesetz ist für jedermann verbindlich. Unter anderem sind darin die Gleichberechtigung von Mann und Frau vorgesehen. Wir erleben aber, gerade auch im Ruhrgebiet, immer wieder, dass Menschen aus bestimmten Zuwandererfamilien dieses Gebot, das ein zwingender Verfassungsgrundsatz ist, im familiären Bereich vollkommen ignorieren. Es hat in den zurückliegenden Jahren Fälle von Zwangsverheiratungen gegeben, in denen wurden Mädchen nach unserem Recht Kinder, die ihren Wohnsitz in der Türkei hatten, jungen Männern aus türkischen Familien hierzulande versprochen und mit denen dann auch verheiratet, und das in einem Lebensalter, in dem, auch wenn die selbst vielleicht nicht formal widersprochen haben, sie überhaupt keine Gelegenheit hatten, zu überblicken, was da eigentlich geschieht, was sie tun, beziehungsweise genauer formuliert, was mit ihnen geschieht, was ihnen aufgezwungen wird. Ich wundere mich doch sehr, dass Menschen aus einem linken politischen Milieu, die doch für sich eigentlich theoretisch beanspruchen müssten, in der Tradition der Aufklärung zu stehen, sich nicht entblöden, auf die Straße zu gehen zur Verteidigung einer islamistischen Parallelstruktur, die frauenfeindlich ist. Frauenfeindlichkeit ist Menschenfeindlichkeit, die demokratiefeindlich ist, weil sie autoritäre Strukturen aufbaut, die antisemitisch ist und insofern Rassismus predigt, die alles das ablehnt, wofür die Exponenten der Aufklärung seit 1789 gekämpft haben. Ausgerechnet die finden nun Verteidiger in einem sich selbst als links interpretierenden politischen Milieu. Das ist ein Widerspruch, meine Damen und Herren. Den kann dieser Trupp da vorne nicht auflösen, weil er objektiv nicht auflösbar ist. Das ist ein Widerspruch, meine Damen und Herren, der aber erkannt wird von immer mehr Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land, die deshalb unsere Bürgerbewegung unterstützen und die in uns, was demokratisch völlig legitim ist, ihre Interessenvertretung sehen. Wir werden deshalb den Landtagswahlkampf 2010 in Nordrhein-Westfalen nutzen, um im gesamten Bundesland unsere Infrastruktur aufzubauen, neue Mitstreiter zu gewinnen und die Voraussetzungen auch für ein überregionales Auftreten unserer Bürgerbewegung zu legen. Wir werden diesen Landtagswahlkampf nutzen, um den Finger auf die Wunde eines Islamisierungsprozesses zu legen, der von der Bevölkerungsmehrheit in Deutschland abgelehnt wird. Und wenn ich hier rede von einer Bevölkerungsmehrheit, dann rede ich nicht nur von den Deutschen. Fragen Sie mal Ihre italienischen, griechischen, spanischen oder portugiesischen Nachbarn, was sie halten von dem Phänomen, dass aus Großmoscheen heraus die Scharia und eine islamische Rechtsordnung gepredigt wird. Die breite Mehrheit, gerade auch dieser Zuwanderer, lehnt den Islamisierungsprozess ab, lehnt den Islamismus ab und bezieht hier insofern politisch, gesellschaftlich und kulturell völlig eindeutig Position. Und diese Ausländer stehen in der Auseinandersetzung, in der es hier geht, gerade an unserer Seite. Wir sind insofern nicht ausländerfeindlich, wir sind, meine Damen und Herren, menschenfreundlich und lehnen deshalb die totalitäre, politisch-religiöse Ideologie des Islamismus ab. Wir werden, meine Damen und Herren, diesen Landtagswahlkampf nutzen, um auf die Verlogenheit des etablierten Politikbetriebes aufmerksam zu machen, um auf die Korruptionsskandale hinzuweisen und um den Bürgern klarzumachen, dass es mit Pro-NRW am 9. Mai endlich eine Alternative gibt zu diesen verbrauchten Kräften. Auf einem unserer Plakate lautet deshalb die Losung: Altparteien abwracken. Genau darum geht es, meine Damen und Herren. Die alten politischen Kräfte haben abgewirtschaftet. Es wird Zeit für politische Veränderung. Wir ziehen, meine Damen und Herren, in diesen Wahlkampf hinein mit der Forderung, dass auf allen Ebenen Recht und Gesetz in Deutschland endlich wieder Gültigkeit haben sollen. Wir wollen mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Wir wollen, dass mit der weichen Welle bei der Justiz endlich Schluss ist und bestehende Gesetze auch konsequent wieder angewendet werden.
Im Umgang mit Kriminellen ist es ein Stück weit so wie mit der Kindererziehung. Sie müssen ihrem Nachwuchs Grenzen aufzeigen. Und die Verletzung der Grenzen muss sofort spürbare Sanktionen nach sich ziehen. Anders ist Erziehung nicht möglich. Und auch Kriminelle sind, meine Damen und Herren, Menschen, die der Erziehung bedürfen, denen Grenzen aufgestellt werden müssen. Und wenn die Grenzen verletzt werden, muss die Sanktion auf dem Fuße folgen. Und das ist bei unserem Justizsystem gegenwärtig schon lange nicht mehr gewährleistet. Damit, meine Damen und Herren, muss endlich Schluss sein. Das sind drei gute Gründe, die Bürgerbewegung Pro NRW zu unterstützen. In der politischen Auseinandersetzung, die wir führen, stehen wir Gott sei Dank in Ruhrpott, in Nordrhein-Westfalen, wie in ganz Deutschland, nicht alleine. Unsere Gegner haben längst verstanden, dass unser Unterstützerpotenzial in der Bevölkerung nicht bei 3, 4 oder 5% liegt, sondern eher bei 10, 15 oder 20%, und dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann es uns auch gelingen wird, dieses Unterstützerpotenzial zu kanalisieren. Wohin wir kommen können, was möglich ist, haben unsere Verbündeten in Europa in den letzten Jahren unter Beweis gestellt. Zu denjenigen politischen Parteien in anderen europäischen Ländern, mit denen wir in einem guten Kontakt stehen, gehört die Freiheitliche Partei Österreichs, die FPÖ, die bei den Wahlen bereits ganz andere Ergebnisse einfährt als wir hierzulande. Und die FPÖ, Gott sei Dank, muss ich sagen, unterstützt uns in unserem Landtagswahlkampf. Ich bin deshalb sehr dankbar, meine Damen und Herren, dass aus Österreich, aus Linz, Herr Neubauer von der FPÖ zu uns gekommen ist und auch hier bei dieser Pro-NRW-Veranstaltung zu uns sprechen wird. Und ich erbitte jetzt Ihre Aufmerksamkeit für Herrn Neubauer von der Freiheitlichen Partei Österreich. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste gegenüber der Straßenseite, vor 20 Jahren haben wir hier in Deutschland den Fall der Berliner Mauer gefeiert. Gerade die Linken haben sich bereits gefühlt, vom Kommunismus Abschied nehmen zu dürfen. Und damit verbunden war ein großes Menschenrecht, nämlich das Recht auf Meinungsfreiheit. Heute prügeln sie das, genau wie die Stasi damals, mit Knüppeln und mit ihren Trillerpfeifen. Dafür sollten sie sich schämen. Das kann ich Ihnen sagen. Die Meinungsfreiheit ist das oberste Grundgesetz der Deutschen Republik. Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass es immer wieder Schule macht in Deutschland, wenn eine neue Partei, eine zukunftsorientierte Partei im Entstehen ist, die erfolgreich ist, wie die Pro Nordrhein-Westfalen, dass immer dann der politische Mob hervorgeholt wird, um diese Parteien als Nazis zu denunzieren. Das ist unfair, das ist ungerecht und das entspricht doch nicht den Tatsachen. Nordrhein-Westfalen steht nicht links, sie steht nicht rechts, sie steht vorne für die Bürger. Vorne für die Rechte der Bürger, die verkrusteten Systeme hier in Nordrhein-Westfalen endlich aufzubrechen. Ein Ministerpräsident Rüttgers, der korrupt ist, der keine Reden hält, nur wenn er bezahlt wird, der hat abzudanken. Der muss vom Wähler, vom Souverän des Landes abgewählt werden. Und dafür sind wir hier, dafür kämpfen wir. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen uns die Frage stellen, zu welchem Zeitpunkt sind wir hierher gekommen? Wie steht es um dieses Land? Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir uns die Frage stellen müssen, werden wir von unfähigen Politikern regiert? Werden wir vom Ausland dirigiert? Und wo stehen wir mit unseren Fragen der Identität Deutschlands? Wir haben ein Problem, dass in den letzten 20 Jahren durch eine ungezügelte Zuwanderung diese Identität massiv leiden und massiven sozialistischen und sozialen Druck auf die Menschen ausgeübt wurde. Wir haben einen Migrationsanteil hier in Nordrhein-Westfalen von 25%, von einem zuzüglichen Ausländeranteil von noch einmal 12%.